Herzlich willkommen zum Q&A. Wir haben auf Social Media eure Fragen gesammelt, insgesamt 40 an der Stück. Die Fragen sind alle hier, die werden wir nach und nach durchgehen. Bevor wir allerdings mit dem Q&A starten, möchten wir uns kurz vorstellen. Wir sind die Endlos-Freisein-Manufaktur, bestehend aus mir. Ich bin der Nick. Ich bin der Philipp. Wir machen Individualausbau für Offroad-Reisemobile, wie ihr zum Beispiel hier im Hintergrund sehen könnt. Land Rover, Defender, Toyota Land Cruiser und so weiter. Wir haben eure Fragen gesammelt zum Thema Camperausbau, zu Fahrzeugen, persönliche Fragen und auch Fragen zu unserer Arbeit. Und die werden wir jetzt für euch beantworten. Wir werden das Ganze so machen, dass wir uns gegenseitig die Fragen stellen. Das heißt, der Nick beginnt, er stellt drei Fragen an mich. Die werde ich erstmal beantworten. Natürlich ist das Ganze dann auch interaktiv. Du darfst mir gern reinschwätzen. Wenn ich was zu ergänzen habe. Ja, wenn du was so Sinnvolles zu ergänzen hast. Hat er drei Fragen gestellt, dann werde ich die nächsten drei Fragen an ihn stellen und so immer weiter, bis uns irgendwann die Fragen ausgehen. Dann schwätze ich jetzt das erste Mal rein, denn es gibt auch persönliche Fragen, die ihr stellen konntet mit dem Namen davor. Die Frage, wenn da Phil zum Beispiel steht, stelle ich dann natürlich dir, weil ich kann sie eh nicht beantworten. Ja. Macht Sinn. Wahrscheinlich kannst du sie auch beantworten, aber... Da bin ich mir nicht so sicher. Und ob ich will, ist die andere Frage. Dann beginne ich mit der ersten Frage an Phil. Die Frage dreht sich um Innenausbau. Was kostet so im Schnitt ein Innenausbau eines Defenders bei euch? Mhm. Gute Frage, kriegen wir sehr oft gestellt. Da wir im Individualausbau tätig sind, ist das pauschal schwer zu beantworten. Ich mache es jetzt mal fest an den Ausbauten, die wir schon hatten. Der günstigste lag netto circa bei 12.000 Euro. Die ausführlicheren Projekte gingen hin bis zu 36.000, 38.000 Euro netto. Natürlich muss man hier auch die Inflation beachten, aber das sind so die Price Range, je nachdem wie viel halt am Fahrzeug gemacht wird. Genau, also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Nächste Frage. Hey, wäre es realisierbar, einen Toyota Land Cruiser J15 Fünftürer mit Möbel zu bestücken? Mhm. Ja, ist natürlich möglich. Kommt natürlich immer auch auf die exakten Innenmaße dann vom Fahrzeug an, was wirklich Sinn macht, ob man dann auch im Fahrzeug sitzen kann, ob das möglich ist oder ob einfach nur drin geschlafen wird. Kommt aufs Fahrzeug an, die genauen Innenmaße kennen wir nicht, aber ist theoretisch möglich, natürlich. Sehr gut. Frage 3. Warum seid ihr so süß? Ist halt einfach so. Ist einfach so. Entweder man hat's oder man hat's nicht. So und ist Du bist schöne dran. Frage. Ich muss. Okay. Die ist auch gut. Nick, Dirty Cleaner schon in Produktion. Ich glaube, das musst du erklären. Die war jetzt echt an mich, oder? Ja, die war an dich. Ich glaube, ich erinnere mich. Das war eine Story, in der ich während ein Tränen von der Story in Instagram einen Fleck an meiner Mütze entdeckt habe, habe nicht mehr dran gedacht, dass die Kamera noch richtig an ist, habe mir in die Hand gespuckt und den Fleck weggerieben. Und daraufhin kam dieser Spruch mit dem, ob das diesen Dirty Cleaner, genau, ja. Ich glaube, das war das. Ja. Ich sehe es öfter, dass du das machst, aber... Okay, nächste Frage. Euer persönlicher Favorit, Landy oder Toyota? Ich würde sagen, die beantworten wir auf 3 zusammen. 1, 2, 3. Defender. Toyota. Sind wir uns einig. Sind wir uns absolut einig, ja. Gut, du kannst nichts anderes sagen. Du hast einen Landy hinter dir. Der gute Henry. Ja, ist natürlich Ansichtssache. Gibt viele Vor- und Nachteile. Aber genau, vielleicht kommt noch eine Frage mit Vor- und Nachteilen. Genau. Vielleicht kommt sowas. Ich glaube, dann bist du wieder dran. Das ging ja schnell. Ja. Das ist schon die nächste Frage. Mhm. Die ist direkt an dich. Phil, hast du eine Freundin? Ja, nächste Frage. Willst du nicht ein bisschen ausführlicher darauf antworten? Ja, was soll ich darauf antworten? Da war keine Frage nach mehr. Ja, ging nicht um fertig. Team, okay. Weiter. Interessant. Welches Auto findet ihr besser, Defender oder Land Cruiser? Gut, die haben wir ja eben schon uns drauf geeinigt, welches Auto besser ist. Vielleicht mal ganz kurz die Vorteile, die ich beim Defender sehe, wenn ich jetzt mal Team Defender bin und du Team Land Cruiser. Ich liebe am Defender die Modularität, also dass Modulen aufgebaut ist, die Aluminiumkarosserie, wo klar, natürlich es gibt Kontaktkorrosion in vielen Stellen, wo der Landy rostet, aber so in der Karosserie, in den Aluteilen nicht.
Ja, und einfach diese puristische Form, kann man sagen, die liebe ich. Ja, auf der Gegenseite beim Toyota Land Cruiser kann man zugutehalten erstmal, dass der 78er noch so gebaut wird oder zumindest in Deutschland importiert wird, man ihn käuflich erwerben kann. Des Weiteren finde ich noch cool, generell wie er aussieht, kommt schon massiv daher und auch die Innenmaße, die vielleicht noch ein bisschen breiter und länger sind als der Defender, sprechen natürlich auch für ihn. Ja, wir Land Rover-Fahrer müssen keinen neuen kaufen, weil 70% der vorhandenen oder je gebauten Defender, glaube ich, fahren noch auf der Straße. Ja. Circa. Nächste Frage. Ist eine Höherlegung des Fahrwerks in Europa notwendig? Ist natürlich Ansichtssache, notwendig auf keinen Fall. Kommt natürlich darauf an, auf welchen Straßen man unterwegs ist, ob man im Gelände unterwegs ist, ob man es überhaupt braucht. Du hast bisher noch keine verbaut. Ich habe keine Höherlegung verbaut. Nee, ich fahre schon auch ins Gelände, Schotterpisten etc., wenn es zu schönen Campspots geht. Aber ich bin jetzt auch keiner, der sich durch die Landschaft kämpft Ja. mit Gewalt. Es gibt bestimmt andere Leute, die deutlich offroadiger noch unterwegs sind als ich, bei denen das auf jeden Fall Sinn macht. Ich denke, es kommt sehr stark darauf an, was du mit deinem Fahrzeug vorhast. Bin ich Ich wieder, glaube, du bist wieder dran. ne? Okay. MT oder AT-Reifen? Ganz kurz vielleicht. Jemand, der die Kürzel nicht kennt, MT ist matterer, AT ist alterer Reifen. Ich bin Team alterer Reifen, vor allen Dingen bei einem Reisefahrzeug, da man doch zumindest zu dem Ort, wo man hin möchte, viel Autobahn fährt meistens. Und ja, matterer sehen halt martialisch und richtig cool aus. Ich bleibe trotzdem bei alterer. Für mich, für ein Reisefahrzeug, finde ich der sinnvollste Reifen. Würde ich mich anschließen. Nächste Frage. Kann euer Ausbau auch später erweitert werden? In Klammern ohne Hubdach zu Hubdach. Ja, das geht natürlich, das kann man immer machen. Wir würden trotzdem immer empfehlen, wenn man mit einem Hubdach liebäugelt, dieses auch vorher einzubauen, denn wir versuchen immer, das Maximale des Raumangebots vom Fahrzeug zu nutzen. Das Raumangebot mit einem Hubdach ist ganz anders als ohne Hubdach und deswegen würden wir empfehlen, wenn ihr ein Hubdach überlegt, zu euch einzubauen, dann baut es erst ein und kommt dann zu uns. Wie werden die Möbel befestigt? Kann alles schnell ausgebaut werden? In Klammern TÜV. Was hat das mit TÜV zu tun? Ob der TÜV das wahrscheinlich ausbauen kann? Ach so, das weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich ist gemein, ob für. Ja, falls mal irgendwas am Genau, Auto falls ist. mal was ist. Ja, bei uns geht das. Tatsächlich sind unsere Möbel als Module gefertigt, also zum Beispiel die Sitzbank, der Schrank und so weiter. Diese sind mit Gewindeschrauben untereinander und mit der Karosserie bzw. der Bodenplatte verbunden. Können relativ schnell ausgebaut werden. Wir haben meinen mal in 20 Minuten leergeräumt gehabt. Das Einzige, was etwas länger dann dauert, ist halt Leitungen von Elektronik abzuklemmen oder halt Wasserleitungen oder sowas. Genau. Genau. Ich Ich glaube, glaube, du bist ich wollte wieder gerade sagen, du hast dran, schon 4 Fragen gestellt, oder? ja. So. Wer zählen kann, der weiß, wie es geht. Ist ein Ausbau auch ohne Dämmung darunter möglich / sinnvoll? Okay, möglich, natürlich. Sinnvoll, ja, wahrscheinlich eher weniger von unseren Gesichtspunkten her. Natürlich macht eine Dämmung hinsichtlich, zum einen Wärmedämmung, zum anderen auch in Bezug auf Kondenswasser, das ist das Wort, was ich gesucht habe, natürlich Sinn. Macht natürlich immer Sinn, wenn unter den Modulen, unter den Holzmodulen, die verbaut sind, sich kein Kondenswasser und damit auch keine Feuchtigkeit bildet im Hinblick auf Langlebigkeit der Möbelmodule. Also kann man festhalten, möglich ja, sinnvoll vielleicht. Schon mal Dämmung mit natürlichen Materialien probiert? Schafswolle oder so. Ja, Schafswolle, Kork ist auch oft genannt. Ja, wir tendieren trotzdem sehr stark zu den üblichen Dämmmaterialien, allein aus dem Grund, dass wir hier das gewährleisten müssen, dass die Funktion auch noch nach längerer Zeit sinnvoll besteht. Zum anderen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Schafswolle aussieht, wenn man die in einem Geländewagen zum Beispiel verbaut. Rüttelt ja doch sehr auf den ja, Offroad-Wegen, wie sich das verhält. Können wir als Gewerbe nicht gewährleisten, dass die Funktion dann noch gegeben ist? Und ja,
es ist privat, könnte man vielleicht überlegen, aber genau. Für unsere Zwecke. Schließe ich mich an, also wer es für sich selbst bei seinem Ausbau ausprobieren will, kann das natürlich machen. Wir als Gewerbe, für unsere Kunden werden es nicht machen. Wir setzen auf bewährte Dinge. Generell, wenn man schon mal ein Haus gebaut hat oder gesehen hat, wie ein Holzhaus und so gebaut wird, auf was man alles achten muss, wenn man wirklich mit natürlichen Dämmmaterialien arbeitet, das ist nicht so einfach. Nächste Frage. Hattet ihr schon Kondenswasser zwischen Dämmung und Blech? Gute Frage. Nein, hatten wir bisher nicht. In der Regel, wenn man es richtig verklebt, also sich keine Luftbläschen zwischen der Dämmung und dem Blech bilden sollten, sollte sich dort auch kein Kondenswasser bilden. Es kann teilweise passieren, das haben wir schon mal gesehen bei dir, dass sich an den Stößen, wo die Dämmung verklebt ist, teilweise Kondens bilden könnte, wenn man diese auch nicht zuklebt. Das heißt, bei richtiger Anwendung kommt es eigentlich nicht vor. Genau, also in Bezug bei uns, wir verarbeiten meistens Dämmung wie Armaflex zum Beispiel. Die Stöße unbedingt auch abkleben, dann habt ihr da kein Problem. Du bist wieder dran, glaube ich. Sehr gut. Wie lange dauert ungefähr ein Ausbau bei euch? Das kommt natürlich sehr auf Aufwand und Komplexität an. Wie groß ist das Projekt und so weiter? Welches Volumen hat es? Im Großen und Ganzen kalkulieren wir immer Zeitfenster zwischen 10 und 12 Wochen. Und meistens schaffen wir das auch. Genau. Nächste Frage ist, muss die Elektrik im PKW von einem Elektriker abgenommen werden? Das ist eigentlich eine Frage für dich, eigentlich du bist der Mechatroniker. Du bist ja eigentlich, nee, Spaß beiseite. Das ist so eine Art, ja, also man muss erstmal unterscheiden in Gleichspannung und in Wechselspannung. Bei Gleichspannungssystemen, ich glaube unter 60 Volt, muss dies nach DIN von der VDE nicht abgenommen werden bei allen Systemen, also ich sage jetzt einfach mal bei 230 Volt Systemen, die Wechselspannung sind, sollte dies von einem Elektriker abgenommen werden, beziehungsweise verbaut werden natürlich. Es kommt natürlich beim TÜV immer auf den Prüfer an, da haben wir schon sehr viel erzählt bekommen und auch Erfahrungen gemacht, dass es sehr spezifisch zu dem Prüfer ist, also der eine Prüfer fordert es, der andere nicht. Solltet ihr privat daran zweifeln oder lieber auf Nummer sicher gehen wollen, raten wir natürlich dazu, das Ganze von einem Elektriker entweder machen zu lassen oder einfach nochmal abchecken zu lassen, damit ihr auf Nummer sicher seid. Und Pro-Tipp abschließend, wenn ihr ein Ausbauprojekt selber plant, fahrt vorher zum TÜV, sprecht es mal mit einem TÜV-Prüfer durch, versucht, dass ihr euer Projekt die ganze Zeit begleitet und dann seid ihr auch die meisten Probleme los, beziehungsweise entstehen nachher keine Probleme, mit denen ich gerechnet habe. Genau. Du sprichst aus eigener Erfahrung, nehme ich an. Ich hatte kein Problem. Okay. Muss man die Fahrzeuge mit eurem Ausbau als Camper anmelden, in Klammern TÜV? Ja gut, muss man. Im Endeffekt ist der Fahrzeugführer dafür verantwortlich. Das ist halt seid in dem Fall dann ihr als Kunden. Wir empfehlen es, wenn man wirklich ein Fahrzeug so umbaut, dass es ein Reisemobil ist, also Sitze raus, Möbel rein, empfehlen wir das auf jeden Fall. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Man muss dafür aber gewisse Anforderungen dann auch erfüllen. Da gibt es ein Merkblatt vom TÜV Nord, glaube ich, ist das, wo steht, was ihr erfüllen müsst, um eine Wohnmobilzulassung erhalten zu können. Wir empfehlen es, wie gesagt, hat gewisse Vorteile, Nachteile, aber rechtens gesehen, wenn ihr auf Wohnmobil umbaut, solltet ihr eigentlich auch eine Wohnmobilzulassung machen. Genau. Du bist jetzt eigentlich dran, aber die nächste Frage ist an dich, also stelle ich sie auch. Nick, hast du eine Höherlegung, Spurverbreiterung an deinem Defender? Die eine Frage hatten wir schon, Höherlegung. Eine Höherlegung habe ich keine. Spurverbreiterung habe ich auch nicht. Ich habe allerdings die Dotstar K-Felgen mit den 265-75 R16 Reifen von BF Goodrich. Und die schließen schon ziemlich mit dem Radkasten ab. Also es ist eigentlich quasi, viel breiter geht nicht mehr. Ja, würde ich auch sagen. Sonst gibt es wahrscheinlich... Profil ist abgedeckt. Also habe ich nicht und ich bin auch mit der Reifenkombi, Felgenkombi sehr zufrieden. Ich bin dran. Wechsel, ja. Wechsel. Super. Okay. Fabian, danke für die Frage. Wieso arbeitet der Phil immer, während Nick immer nur filmt?
Ja, die Frage ist vom lieben Fabian. Schöne Grüße an dich. Wir heißen dich auch demnächst gern mal wieder freitags nachmittags willkommen, wenn du auf deiner Radtour gegen 16 Uhr bei uns ankommst und schon 300 Kilometer in den Odenwald gefahren bist, weil du irgendwie um 12 Uhr Feierabend machst. Gerne können wir die Frage dann mal ausführlich diskutieren. Ich denke, der Nick wird dir dann ein paar Gründe nennen. Genau, weil ich bin ja noch am Arbeiten, während du schon auf dem Rennrad sitzt, also von daher. Nächste Frage. Oh, das ist gut. Welches Holz benutzt ihr für eure Ausbauten? Das ist eine oft gestellte Ja, Frage. ist auch eine oft gestellte Frage. Wir sind komplett flexibel. Wir haben schon mit verschiedenen Holzarten ausgebaut. Bei dir im Defender ist zum Beispiel Pappel verbaut. In diesem Defender hinter uns ist Birke verbaut. Wir können natürlich auch, haben wir auch schon gemacht, mit beschichteten Platten arbeiten. Hier ist dem Kunden volle Wahlfreiheit gesetzt. Von daher sind wir sehr flexibel. Wie verbindet ihr die Möbel mit dem Boden? Ich denke mal, meine Bodenplatte. Ja, genau. Da haben wir spezielle Einschraubgewinde, die von unten in die Bodenplatte durch zwei kleine Schrauben eingeschraubt werden. Die haben einen Flansch rundherum um das Gewinde, sodass sie sich von unten an die Bodenplatte klemmen. Von oben wird dann das Möbelmodul mit einer Gewindeschraube in diese Befestigungsplatten reingeschraubt. Wir haben auch sehr lange danach gesucht, bis wir sowas gefunden hatten. Jetzt haben wir es gefunden. Gibt es übrigens auch bei uns im Online-Shop zu kaufen, da wir unsere ganze Recherchearbeit auch für euch zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, die Materialien, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel diese Einschraubgewinde Twin Fix, stellen wir euch auch gerne in unserem Shop zum Kauf zur Verfügung. Gerne mal vorbeischauen, wer Interesse hat. Die Frage ist an mich, die musst du stellen. Okay. Oh Mann. Nick, hat du Möhrchen? Hat du Möhrchen. Bei uns im Odenwald heißt es Gäle Riebe. Hast du Gäl? Nick, hast du Gäl Riebe? Ja, ob ich Gäle Riebe habe. Ich weiß, dass die Frage von einem Mensch gestellt ist, aber stellvertretend für ein Pferd. Und ich bringe dann demnächst dem Pferd irgendwann, wenn ich es wieder mal sehe, Gäle Riebe mit. Gut, ist auf jeden Fall fällig, denke ich, wenn die Frage schon kommt. Ja, hat Hunger. Okay, ja, dann mache ich gleich weiter mit der nächsten Frage. Wie löst ihr die Befestigung der Bodenplatte und der dazugehörigen Dämmung? Genau, also Dämmung und Bodenplatte sind bei uns jetzt nicht direkt eins. Die Dämmung, wie schon angesprochen, nutzen wir zum Beispiel Armaflex oder ein Vergleichsprodukt. Das wird ja auf dem Blech verklebt, ist damit für sich selbstständig. Die Bodenplatte kommt immer auf die Größe und Stärke an, verlegen wir oft schwimmend darauf, wenn es möglich ist. Und die Bodenplatte versuchen wir, wenn möglich, es kommt immer aufs Fahrzeugmodell an vorhandenen Befestigungspunkten zu verschrauben oder hinten unter eine Heckleiste zu klemmen. Wenn nicht, müssen wir uns halt eine Hilfskonstruktion machen, wo wir anschrauben können. Genau. Interessant wäre, was so ungefähr ein Ausbau bei euch kostet. HZJ78 mit Hubdach. Also Hubdächer bauen wir und verbauen wir nicht, das mal vorab. Wir sind für den Innenausbau zuständig, Elektrik und Anbauteile rund ums Fahrzeug, aber nicht Hubdächer. Was waren? Wir Genau. hatten doch GRJ 78, haben wir zwei Stück ausgebaut. Genau, haben wir Und zum da war der Beispiel. Durchschnitt ungefähr bei. Der lag ungefähr bei 27.000 Euro netto. Genau, die beiden Berichte. Der eine Bericht, den gibt es schon Der auf schon online. der Der schon Website, könnt online. ihr auch schon mal reingucken. Der nächste kommt auch bald, gibt es auch, vielleicht ist er auch schon draußen, wenn das Video rauskommt, man weiß es nicht. Man weiß es Genau, auf nicht. jeden Fall mal reingucken, da seht ihr auch, was genau in diesem Projekt dann an Arbeiten dabei war. Genau. Bin ich noch oder bist du? Weiß ich nicht. Hast du gezählt? Nee. Ich frage dich einfach, wie lange ist momentan Wartezeit, bis ihr anpacken könnt und wie lange braucht ihr dann ungefähr? Ich denke, es geht um einen Ausbau. Also ein Ausbauslot quasi. Ja. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, aktuell haben wir im Oktober noch einen freien Slot. Im November sind wir schon voll und dann ab Dezember wieder. Also kann man sagen, der eine noch im Oktober ist noch frei für 2024 und im Dezember und für 2025 sind wir aktuell noch frei. Also können auch Termine gebucht werden. Ausbauzeit hatten wir schon erwähnt, je nach Aufwand zwischen 10 und 12 Wochen circa.
Exakt, jetzt bin ich aber weiter ja, dran. dann darfst du wieder. Oh, neues Fahrzeug. Habt ihr schon mal ein INEOS Grenadier begutachtet in Sachen Ausbaufähigkeit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wir hatten schon mal einen hier, den wir auch mal ein bisschen begutachten konnten. Wir haben vor Jahren auch schon mal einen auf der Messe gesehen. Vor Jahren, so lange gibt es den noch nicht. Das war, doch, 2 Jahre ist Ja, schon ist her, gell? Ja, schon stimmt. 22. Ja. Haben wir begutachtet, ist auf jeden Fall möglich, dort einen sinnvollen Ausbau reinzubauen. Jedoch muss man sagen, die Innenraumhöhe ist doch deutlich niedriger als die bei einem Defender beispielsweise. Wir sind aber sehr gespannt, wann das erste Hubdach auf den Markt kommen wird. Ja, das, Verändert es noch mal genau, das komplett. gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten dafür. Ja. What's your favorite vehicle to work on it fit out? Frage auf Englisch. Dann willst du auf Englisch Hey, antworten? dann, okay. Antwort auf Englisch. Our favorite, so I answer the question for me. My favorite vehicle to fit out is the Defender, because the Defender has just right angles and it's not like the Land Cruiser, which has roundings everywhere. So I like to fit out the Defender more, but I'm open to any vehicle, so I'm open to new adventures. Perfekt. Ich glaube, ich bin wieder dran. Ja. Welchen Dachträger für 110 kann mich nicht entscheiden? Dachzelt soll auch drauf. Also möchte wissen, welchen Ja, Dachträger. nehme ich an. Boah, der Markt ist riesig für Dachträger beim 110er. Ich würde auf jeden Fall, wenn du ein Dachzelt drauf machst, einen nehmen, der keine Reling hat, also der seitlich keine Reling hat, die dein Dachzelt irgendwie begrenzt, falls du Überbreite hast. Ich würde wahrscheinlich einen nehmen, also es kommt darauf an, was du neben dem Dachzelt noch machen willst, ob du da eine Stehlaufbox hinschrauben willst oder dich bewegen können möchtest. Da gibt es Plattformträger, wo du gut drauf laufen kannst. Die anderen gibt es diese Nutenträger quasi. Also ich persönlich habe den Uprex 110er Dachträger, bin sehr, sehr zufrieden damit. Der ist nicht schwer, der ist robust, der hat überall Nuten, wo du was anschrauben kannst. Den kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung heraus empfehlen, aber es gibt auch noch viele andere gute auf dem Markt. Ist es möglich, gemeinsam mit euch sein Fahrzeug auszubauen? Boah, schwer, wie meint gemeinsam? Also hier Gemein mitzuarbeiten, wahrscheinlich so. Teilarbeit hier. Okay. Hier bei uns in der Werkstatt mitzuarbeiten funktioniert nicht. Also es geht nicht wegen den Abläufen, es geht auch aus versicherungstechnischen Gründen und so nicht so einfach. Da ist Deutschland sehr, ich sag mal, streng, was sowas angeht. Aber theoretisch ist es möglich, dass man Teilleistungen des Ausbaus selbst übernimmt, wenn es möglich ist, eine klare Trennung zu definieren. Genau. Denn wir haben in Deutschland auch ein sehr, sag ich mal, kundenfreundliches Gewährleistungsgesetz. Und wir müssen natürlich auch eine Gewährleistung für unsere Arbeit übernehmen. Wenn dann die Schnittstellen schwimmend sind, ist die Gewährleistung schwierig zu definieren. Das heißt, man müsste eine klare Trennung finden, wo man dann sagt, ab jetzt seid ihr dann auch verantwortlich dafür und wir aus der Verantwortung raus. Wenn man zum Beispiel sagt, wir überlegen die Kabel der Elektronik in die Möbel und ihr macht dann die ganze Verkabelung im Doppelbatteriesystem, dann sind wir aber halt aus der Elektronik, aus der Gewährleistung in dem Fall raus. Genau, Genau. so ist es. Mich würde es interessieren, warum ihr so offensichtlich verschraubt. Hoffe, das ist keine doofe Frage. Erstmal Frage, bin ich nicht wieder dran mit Fragen? Nee, das ist die 3. Okay. Nein, es ist keine doofe Frage, es ist eine absolut berechtigte Frage, weil wir ja die Schrauben wirklich nicht verstecken. Zum einen, Punkt 1 ist ein Geländewagen, wenn ihr den Defender zum Beispiel mal von außen anguckt, da sind überall Nieten sichtbar. Ja, also ich finde es deswegen erstens nicht nötig. Zweitens planen wir die Schraubpunkte wirklich. Also bei uns ist kein Schraubpunkt irgendwo zufällig gesetzt, sondern wir achten darauf, dass die sich immer harmonisch im Möbel befinden und auch nicht zu viele sind. Drittens ist, wir kriegen große Plattenware, wir kriegen die Platten oft nicht beschichtet, wir lackieren selbst. Wenn wir die Platten kriegen, gerade die dünneren 12 mm und sowas, die sind schon oft sehr verzogen und verbogen. Die kriegst du mit Schraubzwingen und so sehr, sehr schwer überhaupt ohne Schrauben dann montiert. Genau. Genauso beim Lackieren kann ich auch nochmal Spannung entwickeln und so weiter. Theoretisch besteht auch so eine Minimalgefahr von Weißleim, also wenn man verleimt nur
dass der Leim sich theoretisch bei extremer Hitze verflüssigen könnte. Habe ich selbst noch nicht erlebt, könnte aber in Marokko oder wo auch immer in der Wüste oder so passieren. Ich finde es sauber verschraubt, sieht auch gut aus. Und ja, man kann natürlich eine Schublade auch bauen, indem man eine Box baut, verschraubt die und leimt nochmal eine Front drauf. So wird es ja oft Verliert gemacht. man aber auch Verlierst du wieder viel Raum, Platz, verlierst du ja. Fläche, baust zusätzliches Gewicht ein. Ich finde, sauber verschraubt ist gut und ich denke auch, die Kunden bei uns in der Regel finden das auch echt optisch ansprechend. Also gab es noch nie irgendwie jetzt Ja, jemand, der sich. genau. Und auch in Hinsicht der Langlebigkeit ist wahrscheinlich der Kunde dann doch zufriedener, wenn es 5 Jahre länger hält, anstatt dass es nach 10. Nehmen wir kurz die Kamera aus, warum auch immer. Jetzt sie wieder an. Ich glaube, die letzte Frage war mit den Schrauben und jetzt sind wir bei der nächsten Frage, Phil. Was muss ich circa für einen Defender-Ausbau, so wie auf eurer Website oft gezeigt, finanziell aufwenden? Frage hatten wir ja eingangs schon beantwortet. Günstigste Projekt lag circa bei 12.000 Euro netto, die teureren eher Richtung 38.000, 40.000 Euro netto. Liegt natürlich wirklich daran, was ihr im Fahrzeug verbaut haben wollt, wie detailliert der Innenausbau sein soll, was ihr an Elektrikkomponenten haben möchtet, welche Ausstattung rund ums Fahrzeug. Falls ihr wirklich Interesse an einem Ausbau habt, dann auch gerne, könnt ihr uns gerne per Mail wirklich mal Bilder von eurem Fahrzeug mit möglichst vielen Details, wie euer Wunschausbau aussehen möchte, weil welches Equipment ihr haben möchtet, einfach mal per Mail anfragen. Dann lässt sich auch eine genauere Price Range im Vorfeld schon mal grob abstecken. Genau. Wie isoliert ihr den Boden bei den Camperausbauten? Also den Boden speziell. Okay, den Boden, also unter der Bodenplatte isolieren wir in der Regel mit 9 mm Arma Flex. Das machen wir auch mit den Radkästen und sonstigen freien Blechflächen so. An den Fugen verkleben wir gerne mal noch das Arma Flex Tape, um die Fugen abzudichten, wo zwei Dämmungsbahnen aufeinander stoßen. Genau. Die Ich Frage habe es hast du schon. gelesen. Irgendwie nochmal die Frage nach dem Dirty Cleaner. Scheint ein beliebtes Produkt zu sein. Ich glaube, wir müssen den Online-Shop erweitern. You guys need to come to West Australia. Troopy Heaven. Oh, yes, thank you for your comment. It's on our list, so It's one not really day. a question, but Yeah, yeah. also a good comment from you. Yeah, maybe one day we will be there and see you. And we come back with a troopy. Yeah. Hey guys, amazing job. Congratulations. I have a Land Cruiser HZJ78. That's also no question, but thank you for your comment and also congratulations to you that you have the Yes. Land Cruiser. Yeah, the HZJ, for Yeah. example. That's very good. Yeah. Okay. I think that's. Wir müssen tauschen. Yeah. Next question in English. Where can I buy some parts like the metal window to open from outside? Things like that. Thanks. Yes. I try to answer in English too. We have in our reports on the website links to things we built inside and outside on the cars, also like the windows. Window, for example, it's from Explore Glazing in the Netherlands. Check out our reports on the website and the links, and there you will find a lot of equipment for Defender. Perfekt. Jetzt mal wieder auf Deutsch. Gibt es auch die Möglichkeit beim Innenausbau zu kooperieren? Jetzt habe ich's. Ich denke, das geht auch in die Ja. Richtung, ob man mitarbeiten kann. Da hatten wir schon mal die Frage genau genommen. Ja, wie gesagt, Teilleistungen selbst auszuführen und mit uns eine Schnittstelle zu definieren, möglich. Mitarbeiten hier vor Ort eher nicht. Nächste Frage, okay, was habt ihr hübschen Steht da abseits? okay?
Da steht okay. Okay. Ja. Die Frage gibt mir die okay Frage. An. Die Frage, Frage fängt mit okay. Ist eine Frage, sie fängt mit okay. Punkt, 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 okay, Punkt. Ein klassisches Fragewort, okay. Ja. Was habt ihr Hübschen, damit sind wir beide gemeint, denke ich, könnt's abseits sein der Camper für Hobbys? Abseits der Camper. Willst du zuerst antworten oder ich? Ich kann auch zuerst. Also ja, mach du zuerst. Ich, meine Hobbys sind, ich erstmal Fußball ist ein großes Hobby von mir, sowohl noch aktiv auf dem Platz als auch passiv als Fan. Ich gehe sehr gerne ins Stadion, wenn mir die Möglichkeit besteht, wenn ich nicht samstags hier sitze und welcher Verein? Videos aufnehme. Erster FC Köln. Ich hoffe, wenn das Video hochgeladen wird, stehen sie mal besser da, als sie jetzt da stehen. Nee, ansonsten bin ich auch sehr gern noch in der Natur unterwegs, wandern, joggen, alles Mögliche draußen. Macht mir Spaß. Ja. Hobbys war die Frage, gell? Ja, Hobbys. Ja. Ja, bei mir auch Fußball auf jeden Fall. Leider nicht mehr aktiv. Ich bin zu alt und es will sich keiner mehr anschauen. Aber wir haben zusammen Fußball gespielt, haben uns da kennengelernt in der Mannschaft, mehrere Jahre Seite an Seite gespielt in der Defensive. Das war schon ein Abwehrriegel. Ne? Das war... Da ist keiner durchgekommen. Fast. Da sprechen sie heute noch davon, ja, von den zwei hier. Ja, genau. Könnt ihr uns glauben. Ja. Also wir zwei sprechen davon. Uns haben sie auch die Defender genannt. Ja. Ja, nee, Spaß. Also wie gesagt, ich gucke immer noch gern aktiv Fußball, gehe auch gern ins Stadion. Ich mache unglaublich gern Sport, versuche das 3-4 Mal die Woche nach Feierabend noch reinzukriegen, joggen und... mache gerne auch Kraftsport, vor allen Dingen so Eigengewichtsübungen. Ja, hinten steht gerade mein Trainingspartner noch hinter der Kamera, deswegen der macht hier gerade, spannt mal einen Bizeps an und flext eine Runde rum. Ja, also so Sport, Bewegung, Natur, draußen sein, wandern, campen, am Auto basteln, so Sachen, ja. Top. Ich glaube, wir sind dann schon bei der letzten Frage. Die darfst du nochmal stellen. Du bist wieder okay dran. Fängt Englisch an, geht Deutsch weiter. Hello, ihr beiden. Phil, danke für deine Empfehlung. Gerne. Ja, was hast du denn empfohlen? Ich glaube, das war... ich habe einen guten Friseur weiterempfohlen. Hier im Friseurin, Ort. Ja. Könnte man fast Werbung machen. Könnte man ne? fast Werbung machen. Also wer einen guten Haarschnitt braucht, da seid ihr richtig. Kannst ja einblenden. Genau, wir blenden. Aber jetzt die Frage... Ich hätte noch eine Frage fürs Q&A, falls es noch nicht zu spät ist. Die Frage kam als Nachricht nach dem Q&A. Was inspiriert euch privat und oder beruflich? Und liebe Grüße von Tine. Ah, sehr, sehr gut. Liebe Grüße erstmal zurück. Ist auch eine sehr gute Frage. Muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Also was inspiriert mich privat? Was treibt mich an? Also ich stelle mich sehr gerne neuen Herausforderungen und versuche sehr gerne Dinge zu erreichen, die ich vorher noch nicht erreicht habe. Das treibt mich privat eigentlich in allen Belangen an. Das ist eigentlich auch das Gleiche beruflich hier. Es gibt immer wieder neue Probleme, die wir uns hier stellen müssen, für die wir Lösungen finden müssen. Und so ein Projekt von Anfang an bis zum Ende zu durchlaufen und all seine Gedanken und Arbeit und Schweiß da reinzustecken und am Ende hat man wirklich das Ergebnis vor sich stehen und im Idealfall den glücklichen Kunden, das ist so wirklich die Inspiration und das, was mich antreibt. Das war jetzt privat oder geschäftlich? Das war beides okay, bei mir. Beides, weil zwei beides zusammen, ja. Aber du darfst gerne auch noch ja deine Ansicht sagen. Das war wirklich eine gute Frage. Was inspiriert mich? Mich inspirieren eigentlich Menschen hauptsächlich. Also ich lese gerne Biografien und schaue mir gerne Dokumentationen über Persönlichkeiten aus der Geschichte und sowas an, denen ihre Eigenschaften, die Fehler, die sie gemacht haben, die Sachen, die sie gut gemacht haben. Da kann man, finde ich, immer unglaublich viel draus lernen, auch für sein eigenes Mindset und seine Persönlichkeitsentwicklung, über das Leben von anderen zu lesen. Das treibt mich an und das inspiriert mich auch sehr. Ich beschäftige mich sehr gern mit kreativen Menschen, die irgendwie Kunst machen oder sowas. Da gewinne ich unglaublich viel Ideen dann auch. Also jetzt nicht kopieren, aber man kriegt durch die Inspiration wieder eigene Ideen. Ja, das ist so das Ding und Kreativität.
Ja, das kann ich bei dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, hier liegen verteilt in der Werkstatt 30 Prototypen von verschiedenen Ideen, die wir dann versucht haben umzusetzen. Muss ich auf jeden Fall sagen, bist sehr kreativ. Bei mir brodelt es immer im Kopf, ich habe immer irgendwelche Ideen. Ich komme dann zu Phil und sage, hey Phil, lass das mal ausprobieren. Der schnauft tief durch, weil wir wieder 15 Pakete bestellen müssen mit irgendwelchen Sachen, die wir brauchen. Aber man muss sagen, so ist U-Gepäckfach entstanden, Genau. so ist es bei Sventure Gewürzregale entstanden und so ist die Kopfschützengarderobe entstanden. Und so werden bestimmt auch noch viele Produkte Ja. entstehen. Ab und zu kommt auch mal was Gutes bei rum. Ab Also, und zu, ab und zu. nee. Nee. Also von den Prototypen sind auch noch, das sind dann nicht alle gescheitert. Das stimmt. Da sind viele noch mit sehr viel Ja. Potenzial, die hier rumliegen. Ja. Genau. Also kleiner Daniel, Düsentrieb für Arme. Genau. Gut, das waren die Fragen. Hast du noch eine Frage an mich? Ja, machst du mir einen Kaffee jetzt? Können wir jetzt mal. Ja, so ist es nämlich. Ich muss hier mal den Kaffee kochen. Ich bin der Kaffeeboy. Nee, Spaß beiseite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in unsere Arbeit, in uns als Personen geben und auch vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch als Ausbau. Wenn ihr weitere Fragen habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Wir beantworten die natürlich auch, nachdem wir das Video hochgeladen haben. Ja. Genau, wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir brauchen eure Unterstützung.